Moin moin liebe Buddebillen, herzlich willkommen zurück zum FIFA 16 Karrieremodus. Heute steht der 15. Spieltag an und ihr seht schon, wir spielen gegen Stuttgart. Ja, nach der Niederlage gegen den HSV müssen wir jetzt wieder punkten, um uns da vorne irgendwie festzusetzen. Und ich habe ja gestern schon die Aufstellung ein bisschen umgestellt. Ich habe Bergwind reingebracht, Mané auf rechts, Junuzovic wieder in die Mitte, da er wieder fit ist. Aber ich dachte mir so, diese Marvin Lorenzen, ne, wer ich ihn jetzt hier nicht finde, wo ist er denn da? Das ist eigentlich ein guter Spieler und der hat ja auch jetzt im Bremer Test getroffen, glaube ich, gegen Leipzig. Hat er ein ganz gutes Spiel gemacht. Und deswegen dachte ich mir, bringe ich ihn einfach mal heute in einem Spiel. Ja, vielleicht ist das sein Coming-out hier, sein Einstieg ins Profigeschäft bei mir gegen Stuttgart. Vielleicht hilft es ja. Uta bleibt erstmal draußen, hat das okay gemacht, aber ja, ich verliere kein Wort mehr über Uja. Jetzt ist Lorenz in Time und gegen Stuttgart. Ah, soll das reichen, ne? Die sind, glaube ich, was waren sie, 17. oder so? Also, ja, eigentlich kein großer Gegner. Eigentlich. Aber da wird man ja gerne mal überrascht in FIFA, was die dann auf einmal so drauf haben und was sie raushauen. Und wir spielen natürlich wieder im Schnee. Die Sommerzeit, wollte ich gerade sagen. Die Winterzeit ist da. Und ja, das ist auch deutlich sichtbar und deutlich spürbar. Und 15. Spieltag, ich habe es gesagt, das heißt, die Hinrunde ist fast vorbei. Ja, und was mich auch erstaunt ist, dass die Torjägerliste keinen zweistelligen Torschützen hat. Alles nur 9 Tore oder so. 9, 8, 7 Tore. Eigentlich komisch, dass wir da trotzdem nicht drin sind. Fataler Fehler von mir. Fataler Fehler, Wiedwald bügelt das Ding aus und das gibt keine Ecke. Gebre Selassie, oh Gott. Nein, nicht drumherum laufen, Ball wegnehmen. Das war gut. Das war nichts. Nimm den Ball mit, das gibt's doch nicht. Huiuiui. Lorenzen, du schneller Fuchs, du. Schön durchgespielt zu Nacho. Nacho, oh, schwierig. Och Gott, nee, da kam ich nicht mehr rum. Nacho ist weiterhin dabei, aber das Abspiel war auch nicht so geil. Ballverlust, gut. Hitzige Phase hier. Ordentlich was los in der Anfangsphase. Aber jetzt beruhigen sie hier ein bisschen das Spiel, die Stuggis. Können wir aber mal einen Ball lassen hier, bitte. Oh, ein Chip durchs Mittelfeld. Nacho. Junuzovic. Der kann heute mal wieder zeigen, wie wichtig er ist. Lorenzen. Lorenzen ist schnell. Lorenzen zieht ab und er ist drin. Vlacho Dimos mit einem unglaublichen Fehler. Oder wie muss ich das jetzt hier sehen? Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Wie kann er den Ball denn nicht halten? Nicht abgefälscht. Einfach schlecht. Einfach eine richtig schlechte Leistung. Aber das soll uns nicht interessieren. Marvin Lorenzen mit seinem ersten Tor hier. Guter Start für ihn. Guter Start. Spielt sich richtig schön. Wobei ich auch sagen muss, dass die Stuttgarter hier teilweise defensiv schon ziemlich scheiße stehen. Und nicht wirklich engagiert sind. Also, ich kann ihn hier recht einfach einen Ball abnehmen, wollte ich gerade sagen. Und da ist gleich der Gegentreffer. Nein. Ans Außennetz. Gut. Spielen wir den erstmal ins Mittelfeld, zu Kirchhoff oder so. Zu Kirchhoff sagt. Wieso geht denn da Westergaard dran? Das muss doch nicht sein. Oh, sehr schön. Gut, Junuzovic. Nacho zu Lorenzen, zu Bergwien. Oh, das war aber komische Bewegung. Das hatte, glaube ich, was mit dem Schnee zu tun. Ah, ich kann den Ball nicht abnehmen. Was ist da los? Werner, auch so ein Juwel, den ich mir eine FIFA 15 Karriere geholt habe. Ne? Ich wollte jetzt nicht wieder die gleichen Namen holen. Aber wenn es möglich ist, wieso nicht? So, Junuzovic zu Lorenzen. Und der wird wieder geschickt und wieder ist alles frei. Lorenzen, schön nach vorne laufen. Lorenzen, nach oben. Nacho, 2 zu 0.
Bam! In your face, Stuttgart. Zu Recht Vorletzte. Wenn man sieht, wie gut wir uns hier durchkombinieren können und wie hoch die da stehen. Wie einfach ich da in die Schnittstelle spielen konnte. Einfach auch ein gutes Sturmduo anscheinend. Aber man soll sie nicht zu hoch loben, ne? Auch ein Uda hat mal einen Doppelpack gemacht. Und danach nicht wirklich anknüpfen können an diese Leistung. So, Nacho über die Außen. Ach, schlechter Pass in die Mitte. Ich dachte, den spielt er schön außen rum. Man kann ja nicht alles haben. Oh Gott, da kommen sie durch, über die Außen. Kirchhoff, sehr gut. Serge. Gib mir den Ball. Nochmal. Serge. Lässt den einfach ins Austrudeln. Nicht wirklich stark. So, der kommt zu Kirchhoff. Sehr schön. Na, nicht Junosevic wieder faulen. Und wieder geht er durch zu Lorenzen. Ah, da ist die Grätsche vom Stuttgarter. Kruse. Oder Robbie Kruse, ich weiß gar nicht, wer es ist. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu überhastet da, die Grätsche. Das war ein Foul. Ja, das war zu viel des Guten von Westergaard. Ein bisschen zu oft gestochert. Robbie Kruse ist es. Oh, oh, alle drüber, alle drunter. Und das gibt einen Freistoß für uns. Ja, sowas macht man nicht. So, hauen wir das schön in die Mitte. Sehr gut. Mané mit dem schlechten Pass. Das darf nicht allzu oft passieren. Oh, jetzt kommen sie hier mit einfachen Bällen vorbei. Das ist nicht gut. Wiedwald. Oh, da hätte es auch mal früher hingehen können. Aber ist hier alles gut gegangen. So. Ah, verdammt, da habe ich den Lorenzen nicht gut angespielt, aber Lorenzen holt sich hier einfach den Ball. Schön gemacht. Nein! Da wollte ich einfach mal mit dem Kopf durch die Wand vielleicht auch einen Foul kassieren und einen Elfmeter bekommen. Hat nicht so gut funktioniert. Trotzdem 2-0 zur Halbzeit. Mit zwei Chancen, ne? Also das ist auch mal, muss man so sagen, einfach clever und effizient gespielt. Da kann nicht jeder mithalten. So, die Fans sind noch in der Kabine geblieben, oder was, sind die auch mitgegangen? Jetzt kommen sie so langsam durch. Das wurde mir ein bisschen zu eng da. Da muss man auch mal die Reißleine ziehen bei so einem Angriff und sagen, nö, dann spielen wir erstmal wieder hinten rum. Junosevic ordnet das Offensivspiel vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ach. Ja, Bergwin ist noch nicht so ganz drin. Er ist noch nicht auf der Höhe wie ein Mané da an der Seite, der hier auch nach hinten gut mitarbeitet. Macht er wirklich gut. Ach. Der war doch noch nicht. Was gibt's jetzt? Einwurf? Es gibt den Eckball. Oh, Eckball im Schnee. Das ist immer... Torwartpatze at its best. Gimcek, das war aber immer optimistisch. Sehr optimistisch. So, ich bin jetzt ein Freund der weiten Abstöße geworden. Lorenzen spielt den zu Bergwin. Ah, ist der träge noch. Der ist leider noch so träge. So ein Mané. Ey, der ist so gut defensiv. Der arbeitet da richtig mit. Und was für ein schlechter Pass von Galvez. So geht das aber nicht. Nein, und da legen wir ihn, Clement, vor die Füße. Aber der nutzt es nicht. Galvez, das war richtig scheiße von dir. Das war richtig scheiße von dir. Und auch das war richtig scheiße von dir, Kirchhoff. Ja, danke. War nämlich ein Foul. Ich konnte aber auch nicht einen Spieler wechseln. So, Kirchhoff. Ey, oh, puh, ich dachte, er läuft hinter den Gegner. So, einfach mal einen hohen Ball hier. Ach, Bergwin, was ist denn das? Das ist
absolut ein Scheißspiel von dir gerade. Man muss auch ganz ehrlich sagen, so gut das auch angefangen hat, so schlecht läuft das hier gerade. Da geht gar nichts mehr. Vielleicht mit dem Ball hier. Nee. Zu viel des Guten. Oh, optimistisch, aber Robbie Cruz ist schnell, der kommt da an und Wiedwald hält das Ding natürlich sicher fest. Mann, nee. Oh, da kam er ja gar nicht. Oh. Nacho mal schicken. Nacho mal schicken. Behalt den Ball, komm, behalt den Ball. Jawohl, und nach oben. Und nach oben in den Strafraum. Rein, gefoult. Kein Elfmeter, Baumgartel haut den jetzt aus und klopft sich aufs Zeichen. Als wenn er so ein Stuttgarter Typ ist. Und da ist das Ding, Lorenzen. Sensationelles Spiel vom Jungen. Groß, schnell, einfach, gut. Hat auch anscheinend ein richtig gutes Stellungsspiel. Muss ich mal schauen auf die Werte nachher beim Stellungsspiel, aber meine Herren, du. Da hat er sich aber angeboten gerade. So, bevor wir hier jetzt den Ball ins Aus tun lassen und nichts passiert, wechseln wir mal den Backwin aus. Der hat das einfach nicht genutzt. Jetzt kann ich gar nicht sehen, ob er auch links spielen kann, aber ist mir egal. Bartels kann, glaube ich, alle Positionen da vorne spielen. Deswegen passt das ganz gut und ja, wir lassen ihn einfach mal durchspielen, oder? Nee, komm, Kirchhoff kann raus. Da kann der Kroos mal wieder rein, sich ein bisschen zeigen. Ich denke mal, das wird ganz gut. 3-0 führen wir. Das Ding ist durch. Da kann nichts mehr passieren. Bergwien kann noch mal ein bisschen halten, ein bisschen ziehen, ein bisschen kratzen, beißen, spucken. Oh, fast ein richtig starker Pass von Junusovic. Da wäre Lorenzen wieder ganz alleine gewesen. So, Nacho geht noch mal hinterher. Ja, wissen sie auch nicht mehr, was sie machen sollen. Nö, da hat er einfach mal einen Spieler gewechselt, so geht das ja nicht. Lorenzen! Hast du? Nee, oh, was ein Rückpass, Leute. So geht das nicht mit dem Tor. Und Ginczek hat sich da verletzt, wie das? Ja, gut. Aber da kann man jetzt keinen Vorwurf machen und nicht gewechselt. Moment. Doch. Aber gar keine Animation drin. Junusovic, Lorenzen, Bartels jetzt drinne in der Partie. Oh Gott, da unten ist Mané und ich bin einfach auf den rechten Stick gekommen und Junusovic. Und ich hab's wieder ausgemacht. Nein, jetzt. Oh, ich hasse das. Kann man das irgendwie ausschalten, diesen Trainer? Muss ich mal schauen. Ist ja richtig schlimm, Tabe. Immer wenn ich da einen Trick versuchen will, dann drücke ich halt mal ein bisschen doller rauf. Und dann kommt diese scheiß Traineranzeige immer durch. Es hat mir jetzt gerade ein bisschen auch das Spiel versaut, weil ich finde die einfach viel zu groß. Also die ist... Kein Looping machen. Okay. Hat er aktiv einfach mal mit die Richtung gewechselt und Lorenzen stürmt einfach nach vorne. So geht das natürlich nicht und da ist der Abschluss. Wow. Das war glücklich gerade, dass der nicht reinging. War er noch von Kroos abgefetscht oder von Galvez? Von beiden? Ich weiß es nicht. Gegengeatmet. 3-0 nochmal die Ecke. Ich würde das sogar in zu 0 angehen hier. Wiedwald. Nicht zu weit. Junusovic. Sehr schön. Garcia. Garcia. Ja, Bartels muss doch mal ein bisschen besser machen. Jetzt bin ich vorbei. Ich bin Motherfucking Lorenzen. Schwab, Kroos. Kroos, nimm ihn weg. So, das war's. Born verdiente Sieg. Ein schöner 13-0-Sieg. Schöne Tore, wie ich finde. Und sensationelles Spiel von Marvin Lorenzen. Also muss man wirklich sagen, eine 9,8 hier als Note habe ich noch gerade so gesehen. Die hat er sich redlich verdient. Und Stuttgart, ja, das sieht nicht so gut aus, wa? Das sieht nicht so gut aus. So, wir simulieren das jetzt nochmal. Dann ist Nacho natürlich wieder
Top drauf. Wieso? Ach komm. Da hätte er jetzt sich noch steigern können. Aber Mané immerhin. Auf eine 73. Gutes Dribbling, gute Ballkontrolle, gute Ausdauer. Das ist ganz wichtig. Ausdauer, Alter. Ich leg da so viel Wert drauf. Gerade bei den Außenspielern. Da muss einfach eine gute Ausdauer her, sonst sind die nach einem halben Spiel kaputt. Und können nichts mehr leisten. Das ist ja auch nicht so das Wahre. Deswegen, Johansson hat sich verbessert. Okay, wenn er meint. Aber ich setze das erstmal so hin. Speichere das. Was gab es hier noch? Gab es noch was? Lorenzen wahrscheinlich. Danke, Chef. Ja, kein Ding. So. Und Steven Bergwien meint, er ist in guter Form. Ja, das kann man, da kann man geteilter Meinung sein. So, oh hier, deutscher Pokal nächstes Mal. Oh, so viele Infos hier. So much Infos. Aber wir können hier erstmal abbrechen. Nationaltrainer fährt er aus Slowenien. Und ein paar aus Deutschland. Spieler, die wir uns nicht leisten können. Hier sehen Sie eine Liste. Ist da irgendwer bei, der nützlich für uns wäre? Dieser Philipp Lahm, der ist so bestimmt gut. Oder Marco Reus. 45 Millionen nur. Kann man ja mal probieren. Xabi Alonso, ne, nicht wirklich. Der Ilkay, ne? Das ist so ein Typ, den hätte ich gerne. Aber den kann ich mir nicht leisten. Und so ein Boateng will ich mir nicht leisten. Der passt einfach nicht zum Werder-System. Zum Werder-Sein passt er einfach nicht. So, gut gestoppt. Können wir hier nochmal trainieren und dann ist Nacho doch locker auf die 73 aufgestiegen, oder was? Jawohl, Nahtraining sogar, Stellungsspiel nochmal erhöht. Als Stürmer enorm wichtig. So, und apropos Stellungsspiel, das wollte ich ja nochmal schauen, wie das bei Marvin Lorenzen aussieht. Das machen wir nochmal schnell. Wo haben wir ihn denn? Da. Antritt 90, Springgeschwindigkeit 87, sensationell. Ach hier, nur 55er Stellungsspiel, dafür war das aber richtig gut. Passabler Abschluss, passables Dribbling, gute Schusskraft, gute Werte für einen Stürmer. Ach, kann auch auf den Flügeln spielen, das ist gut. Das ist gut, also das ist echt eine Allzweckwaffe. 1,88 groß. Das ist ein richtiger Typ für uns und der Kirchhoff, der könnte sich meiner Meinung nach auch mal ein bisschen weiterentwickeln, aber war es ein Fehleinkauf? Eigentlich schlägt er sich ganz gut, aber auf Dauer bräuchte ich da schon einen, der sich auch mal steigern kann. So, und Chile hat uns ein Angebot gemacht und das nehmen wir natürlich nicht an. Und Sascha Russ will uns hier ein paar Typen aus Spanien anbieten, die ich noch nie zuvor gelesen habe. Krzyszowiak, gehört habe ich den schon mal, Krzyszowiak? Egal, egal, die sind alle egal für uns. Hallo, nee, Herr Sektor, im Moment sieht es so aus, als würden einige Nationalmannschaften in den nächsten Monaten einen neuen Trainer einstellen wollen. Unten finden Sie Paraguay und Belgien. Ja, meine Güte, das sind noch nicht die Nationen, wo ich hingehöre. Beim besten Willen. So, und Bundesliga, da wollte ich hin. Nach 15 Spieltagen sind wir weiterhin vorne und dran an Wolfsburg. Ein Punkt trennt uns immer noch. Gutes Torverhältnis, plus 5. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut aussieht. Stuttgart haben wir natürlich weiter da hinten festgebockt, der HSV. Kam aber auch nicht durch, hat verloren. Beziehungsweise hat weiterhin nur noch 20 Punkte. Und Bayern hat sich vorgespielt auf Rang 2, hat allerdings ein Spiel mehr. Die sind schon fast fertig mit der Hinrunde. Uns fehlen noch zwei Spiele und das Pokalspiel, dann fließt wieder ein bisschen Geld in unsere leeren Taschen. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal sehen, also morgen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst bitte ein Like da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr gerne ein Dislike da lassen, aber schreibt bitte auch in die Kommentare wieso. Und ansonsten sehen wir uns halt morgen wieder. Bis dann, ciao.